Du musst vielleicht auch noch die ganzen Durchtrittsstellen des Schädels lernen, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich werde dir Eselsbrücken und Merkgeschichten mit an die Hand geben, wie du dir diese ganzen Durchtrittsstellen ein für alle Mal einbringen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video geht es eben darum, dass wir uns gemeinsam die wichtigsten Durchtrittsstellen des Schädels uns einprägen. Dann noch ein kleiner wichtiger Hinweis. Im nächsten Video, nächste Woche, wird es darum gehen, welche Strukturen durch diese Durchtrittsstellen des Schädels eben durchziehen. Wird immer gern gefragt im Physikum, in Prüfungen und so weiter. Deswegen, falls du das Video nicht verpassen willst, abonniere gern unseren Kanal, aktiviere das Glöckchen, dann bekommst du immer die Benachrichtigung, wenn dann ja ein neues Video erscheint. Okay, jetzt aber los geht's mit den eigentlichen Durchtrittsstellen. Dann, bevor es losgeht, noch ja ein paar Hinweise. Zum einen kann ich dir empfehlen, einfach jetzt während des Videos vielleicht den Prometheus oder irgendeinen ja, anderen Lernatlas neben dir aufzuschlagen, damit du einfach das nochmal besser nachvollziehen kannst, weil das ist eben von ja, dem Plastikskelett ein Schädel, wo nicht alles im kleinsten Detail quasi 100% dargestellt ist. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn du eben parallel zum Beispiel dir ein ja, Anatomieatlas noch ja, daneben legst und es dann auch nochmal schöner nachvollziehen kannst. Ich werde sie aber auch dann hier nochmal an der Seite ja, die Grafik einblenden. Dann, was aber denke ich selbsterklärend ist, die meisten Foramina sind natürlich auf der linken als auch auf der rechten Seite, außer zum Beispiel das Foramen Incisivum hier oben, das liegt eben ja, mittig, da gibt es nur eins davon, oder das Foramen Magnum, da werden wir gleich noch dazu kommen. Aber ja, die meisten Foramina sind eben, findet man auf der linken und auf der rechten Schädelseite. Außerdem, wir werden jetzt nach und nach die einzelnen ja, wichtigen Foramina durchgehen. Am Ende werde ich dir auch nochmal eine Merkgeschichte ja, mit an die Hand geben oder werden wir zusammen durchgehen, mit der du dir auch die Lage zueinander der einzelnen Foramina ja dann einprägen und merken kannst. Weil natürlich in der Prüfung, im Physikum, in mündlichen Testaten und so weiter muss man natürlich auch wissen und wirklich sagen können, wo welches ja, Foramina oder Foramen liegt und ja, muss es dann auch zeigen können. Deswegen am Ende dann eben ja noch eine kleine Eselsbrücke oder Merkgeschichte, wie du dann eben auch ja, die einzelnen Foramina wirklich auch benennen und zeigen kannst. Also es lohnt sich, bis am Ende des Videos dran zu bleiben. Okay, jetzt geht's aber wirklich los mit den Durchtrittsstellen des Schädels. Let's go! So, hier das größte Foramen, ganz einfach zu erkennen, befindet sich eben ja, hier. Ich versuche es auch hier mal zu zeigen. Wie gesagt, hier werde ich es dir auch einblenden. Das Foramen Magnum. Du hattest vielleicht Latein. Magnum, Magnus bedeutet ja groß und das ist ja das größte Foramen am Schädel und so kannst du es dir zum einen herleiten, wenn du aber sagst, oh Latein und kannst dir es vielleicht nicht so merken. Magnum, Foramen Magnum, Magnum, vielleicht kennst du das Magnum-Eis, könntest du dir vorstellen, vielleicht hat dieses Foramen auch die Form von einem Magnum-Eis oder du stellst dir vor, wie du hier so ein ja, Magnum-Eis reinsteckst und du kennst vielleicht so dieses Hirn-Frozen oder Brain-Frozen, wenn man irgendwas Kaltes oder ein Eis zu schnell isst oder so. Und das könntest du zum Beispiel auch hiermit verknüpfen, indem du vielleicht hier das Eis reinsteckst und dann dieses Hirn Frozen bekommst. Dann als nächstes das Foramen Lazarum, befindet sich hier. Und da kannst du dir vorstellen, Lazarum klingt vielleicht so ähnlich wie Laser. Und könntest dir vorstellen, wie du hier mit einem dicken, fetten und kräftigen Laser dieses Foramen hier rein laserst. Oder vielleicht kommt da ein Laserstrahl raus und ja, brennt dir die Augen heraus. Du siehst schon und vielleicht hast du von dieser Lerntechnik von Happy Hippocampus oder mir schon mal gehört, die Schlüsselwortmethode. Du suchst dir quasi für jede Struktur ein Bild, das so ähnlich, phonetisch so ähnlich eben klingt. Und dieses Bild verknüpfst du dann mit der eigentlichen Anatomie oder anatomischen Struktur, in dem Fall eben den Foramina oder eben in unserem Fall eben diesen Laser mit dem ja, Foramen Lazarum. Okay, weiter geht's mit dem nächsten Foramen, dem Foramen Ovale. Entweder du merkst es auch so, dass es vielleicht sehr oval ist von der Form her und leitest dir es so her. Jetzt sind natürlich viele Foramina irgendwie, erinnern einen vielleicht an eine ovale Form, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so hilfreich. Deswegen stell dir vielleicht vor, Foramen Ovale klingt vielleicht wie O, ein Wal, und stellst dir vor, wow, hier springt ein Wal heraus und du wolltest vielleicht schon immer mal einen Wal sehen. Hier mehr Emotionen, Freude, auch Brutalität, Verrücktheit. Du kennst von mir schon, je verrückter, abgefahrener eben diese kleinen Merkgeschichten sind, umso besser und langfristiger kannst du sie merken. Und in dem Fall stellen wir uns vor, wie vielleicht hier der Wal herausspringt. Foramen Ovale, Foramen Ovale. Ja, dann als nächstes kommt das Foramen Spinosum. Befindet sich hier, das ist ja das kleine Foramen Spinosum. Vielleicht hast du Angst vor Spinnen oder könntest dir vorstellen, du guckst da in das kleine
Foramen, ins Foramen Spinosum, da kommt eine Spinne raus und die kommt heraus und wird immer größer und du erschrickst dich vielleicht. Also hier das Foramen Spinosum, wo die Spinne herausgekrabbelt kommt. Dann als nächstes kommt der Canalis caroticus. Der befindet sich hier, Canalis caroticus. Für einen Canalis haben wir bei Hippocampus immer das Bild von einem Kanal, der vielleicht hier rausgefahren kommt. Und aus dem Kanal fliegen vielleicht lauter Karotten heraus. Oder du presst in diesen Kanal lauter Karotten rein und stellst dir vielleicht da so eine dicke, fette Karotte vor. Also Canalis, wo der Kanal herauskommt mit den Karotten. Canalis caroticus. Dann als nächstes das Foramen jugulare. Vielleicht stellst du dir vor, oh, wie es da irgendwie jugulare, wie Juckpulver, vielleicht Juckpulver überall rauskommt und es juckt überall. Oder wie jugulare, klingt vielleicht wie Joghurt. Und du hast hier vielleicht, ja, überall, wo Joghurt herauskommt, aus dem Foramen jugulare. Wie gesagt, ich werde nachher noch eine kleine Eselsbrücke oder Merkgeschichte mit an die Hand geben, damit du auch weißt, ja, wo ist jetzt wirklich welches Loch und du das auch dann wieder quasi findest und nicht nur weißt, wie es heißt, sondern eben auch wirklich benennen und zeigen kannst. Dann das nächste Foramen ist das Foramen stylomastoideum. Du kannst es entweder herleiten, weil du vielleicht weißt, der Prozessus styloideus und der Prozessus mastoideus. Und zwischen diesen beiden Strukturen ist eben dann das Foramen stylomastoideum. Entweder du leitest dir es ja so her oder so kannst du dir auch diese zwei ja, markanten ja, Prozessi quasi dir einprägen. Der Prozessus styloideus kannst du dir so merken, stylo wie steil. Der ist so spitz und steil, diese Struktur, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Dieser Prozessus ist so steil wie stylo, also Prozessus styloideus. Und hier könntest du dir vielleicht vorstellen, dieser prominente Prozessus, wie, so groß wie ein Mast und vielleicht so prominent wie ein Mast, der hervorragt, also Prozessus mastoideus. Und somit kannst du dir merken, okay, zwischen diesem steilen Prozessus und dem Mast quasi, also dem Foramen stylomastoideum. Ja, ich habe es eben schon angesprochen. Unterhalb vom Prozessus mastoideus liegt eben das Foramen mastoideum. So kannst du es dir auch entweder herleiten, wenn du schon so weißt, oder du könntest dir vorstellen, wie aus dem Loch ein riesen Mast hervorgeht und weißt dann eben so, okay, Foramen mastoideum. Oder es kommt das Mastschwein heraus, klingt vielleicht auch so ähnlich, aber das kannst du dir ja selbst überlegen, was du dir am liebsten vielleicht vorstellen würdest. So, als letzte Struktur oder Foramen, das ich in diesem Video noch besprechen möchte, eben der Canalis condylaris. Du kannst es so merken, Canalis, wieder kommt vielleicht ein Kanal heraus, Condi wie Kontinent und Laris wie vielleicht Lars, der Eisbär Lars, vielleicht auf einem eisigen Kontinent, wo der Eisbär Lars hier herauskommt aus dem Kanal, Canalis condylaris. Und du kannst es vielleicht auch noch pseudologisch so herleiten, hier hatten wir ja schon das Foramen Magnum mit unserem Eis, mit dem Magnum-Eis, was ja auch schon Eis und Kälte bedeutet hat. Und daneben eben auch der eisige Kontinent mit dem Eisbär Lars darauf. Dann weißt du, okay, in der Nähe, ah ja, Canalis condylaris. Ja, das waren jetzt schon mal eines der wichtigsten Strukturen. Wie gesagt, jetzt kommt gleich noch die Geschichte, wie du dann auch die Lage zueinander dir einprägen kannst von der Abfolge her. Die ganzen restlichen Strukturen und Foramina findest du auch in unserem ja, Online-Lernpaket. Da findest du dann noch weitere Sachen zur Anatomie. Du findest Arterien, verschiedene Nerven, Muskel und so weiter oder auch Biochemie. Falls du Biochemie lernen musst, da kannst du dir gerne mal vorbeischauen auf unserer Homepage. Link findest du unten in der Beschreibung. Jetzt aber zur Merkgeschichte, wie du dir die Foramen noch merken oder Foramina noch merken kannst, wo welches ja ungefähr liegt. Und das Ganze machen wir einfach mit einer kleinen Merkgeschichte. Du stellst dir einfach diese Geschichte vor und kannst anhand dieser Geschichte dann wieder ja der Reihe nach diese Foramina dann quasi dir herleiten. Beginnen wir also unsere Merkgeschichte hier am Foramen Magnum mit dem Magnum-Eis. Und jetzt geht es darum, die einzelnen Bilder, die wir uns für die Foramina und so weiter ja überlegt haben, dass wir diese in eine kleine Geschichte verpacken und so dann auch die Reihenfolge ja dann uns herleiten können und du die dann weißt. Also fangen wir an mit der Geschichte, starten beim Magnum-Eis, Foramen Magnum, und verknüpfen das mit dem nächsten Foramen, mit dem nächsten Bild, dem Laser. Vielleicht ist als Deko ein Laser am Magnum-Eis, das oben raus schießt und eben dieses ja, Loch hier rein lasert. Oder vielleicht ist der Laser so stark, der hier rauskommt und bringt eben das Magnum-Eis hier unten zum Schmelzen. Dann Foramen Lazarum, also den Laser, verknüpfen wir jetzt mit dem Foramen Ovale, mit dem Wal. Und da kannst du dir vorstellen, vielleicht ja, kommt hier der Laser raus und ja, kitzelt oder schießt hier den Wal ab, der hier immer wieder heraus
gesprungen kommt und du schießt eben den Laser mit dem Laser den Wal ab. Oder kitzelst den oder wie auch immer. Okay, dann weißt du eben wieder, okay, neben dem Foramen Lazarum, dem Laser, kommt dann das Foramen Ovale mit dem Wal. Dann geht es weiter mit dem Wal. Der Wal erschrickt sich vielleicht, weil hier unten in dem kleinen Loch plötzlich die Spinne rauskommt. Und der große Wal hat dann plötzlich Angst vor dieser kleinen, kleinen Spinne, die aus dem Foramen Spinosum herauskommt. Also der Wal Foramen Ovale und Foramen Spinosum unterhalb von dem Wal, der sich vor der Spinne erschrickt. Ja, die Spinne ist vielleicht hungrig, die hier aus dem Foramen Spinosum krabbelt und krabbelt vielleicht herunter auf Suche nach Essen und findet hier zum Glück den Canalis caroticum, also den Kanal, wo lauter Karotten vielleicht rausfliegen und ist froh, dass sie so endlich ja was zu futtern hat. Also hier oben Foramen Spinosum und unterhalb eben der Canalis caroticus. Und dann vielleicht Rohkost, nur Karotten, ja, die herausfliegen aus dem Kanal, ist vielleicht ein bisschen langweilig, schmeckt vielleicht noch nicht so gut. Vielleicht dippst du dann die ja, Karotten in das Foramen jugulare, unserem Joghurt, Joghurt wie jugulare eben, und kannst so quasi die Karotten ein bisschen ja, schmackhafter gestalten. Also unterhalb vom Canalis caroticus das Foramen jugulare. Dann als nächste Struktur hatten wir ja das Foramen stylomastoideum. Da würde ich sagen, das brauchen wir gar nicht in unsere Geschichte mit reinzupacken, weil wie gesagt, mit den ja, sehr markanten anatomischen Strukturen, die außen dran liegen, kannst du es dir auch ja, dann so herleiten. Aber wie gesagt, das war ja eben wegen diesem steilen Prozessus, Prozessus styloideus, weißt du eben, und dem Prozessus mastoideus, dass eben dazwischen das Foramen stylomastoideum liegt. Dann unterhalb, das kannst du, denke ich, auch so herleiten, ist eben das Foramen mastoideum, wie gesagt, unterhalb vom Prozessus mastoideus. Genau, dann eben noch zum Canalis condylaris. Das brauchen wir, denke ich, auch nicht in die Geschichte mit einzubauen. Wie gesagt, das kannst du dir merken mit dem ja, Eis, das wir hier hatten beim Foramen magnum und dem Kontinent, dem eisigen Kontinent mit dem Eisbär Lars und kannst es dann auch wieder pseudologisch so herleiten. Aber hier oben ist eben eine Mehrgeschichte ganz gut, dass du eben ja, die Zusammenhänge oder beziehungsweise die Lage zueinander grob weißt mit dieser Mehrgeschichte. Wenn du diese eben jetzt der Reihe nach durchgehst, solltest du wieder auf die einzelnen Foramina kommen. Ja, und wie gesagt, abonniere gerne den Kanal, aktiviere das Glöckchen, dann verpasst du nächste Woche auf keinen Fall das Video, wo ich dir dann ja die einzelnen ja, Strukturen sage, die eben durch diese Foramina ziehen, was sehr ja, prüfungs- und klausurrelevant ist oder eben auch im Staatsexamen gerne gefragt wird. Und die anderen ja, Strukturen, die anderen Foramina, die jetzt noch fehlen, die findest du auch in unserem Online-Lernpaket, also schau auch gerne da mal vorbei. Ansonsten, wie gesagt, gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, schreib auch gerne in die Kommentare, wie das für dich ja, funktioniert hat. Vielleicht hast du dir eigene Eselsbrücken überlegt, schreib das auch gerne in die Kommentare, finde ich auch immer interessant oder auch andere Leute ja, spannend, wenn man die Eselsbrücken und mehr Geschichten von anderen hört. Ansonsten, wenn du Leute kennst, die eben auch noch Anatomie lernen oder die eben Durchtrittsstellen des Schädels lernen müssen, teil gerne das Video, würde mich auch freuen, weil ich einfach ja versuche, damit möglichst vielen Leuten ja das Lernen zu erleichtern. Wenn du jetzt sagst, du musst Anatomie lernen, schau auch gerne mal das Video oder den Gedächtnispalast zu unserem ersten Muskel von unserem Happy Muscle Beach an. Dort haben wir schon Gedächtnispalast, Merkvideo quasi für dich erstellt, wie du auch die ganzen Muskeln dir zum Beispiel einprägen kannst. Also schau dir auch gerne das Video mal an. Dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video mit nicht nur den Durchtrittsstellen des Schädels, sondern auch die Struktur, wo dann durchziehen. Und freue mich, wenn du dann ja, nächste Woche beim nächsten Video wieder dabei bist. Mach's gut und viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Ciao!